Ich habe an der Pressepräsentation des neuen Seat Arona in Barcelona teilgenommen und durfte die unterschiedlichen Farben und Motorisierungen in Barcelona, insbesondere aber in den kurvenreichen und topografisch anspruchsvollen Straßenwindungen des Montserrat fahren. Den Arona in der Farbe Eclipse Orange habe ich in der Motorisierung 1,6 TDI gewählt. Dieser Vierzylinder wird in zwei Leistungsstufen mit 95 und 115 PS angeboten. Gefahren bin ich die niedere Leistungsklasse, weil dieser auch alternativ zum manuellen Sechsganggetriebe mit automatisiertem Siebengang-Doppelkupplungsgetriebe angeboten wird. Bereits diese Motorisierung kommt dank mobilisierten 250 Newtonmeter ab 1500 Umdrehungen gut aus dem Puschen. Trotz eines Leergewichts, das bei dem Diesel die 1300 kg-Grenze überschreitet, sehe ich einen Spritverbrauch in dieser Motorisierung auch von unter 5 Liter recht aufgeschlossen entgegen. Erfahrungsgemäß dürfte die manuelle Getriebeversion im Verbrauch noch leicht die Nase vorn haben. Hinsichtlich Design, Verarbeitung und Materialmix braucht sich der Arona gegenüber seinen Konzernbrüdern nicht zu verstecken. Aufgefallen ist mir jedoch, dass die Höhenverstellung der vorderen Sicherheitsgurte eingespart worden ist. Schade an sich. Sehr positiv aufgefallen ist der seitens Seat angebotene Farbmix, der ein wenig keck und aufgeschlossen wirkt und dank der Kombination aus frischen Doppelfarbtönen auf breiten Zuspruch treffen sollte. Der Arona komplettiert das SUV-Angebot der Spanier. SUV in diesem Segment bedeutet insbesondere einen bequemen Einstieg, eine erhöhte Sitzposition und eine Reihe optischer Elemente und weniger Allradantrieb oder Geländegängigkeit.